Ja, wer kennt ihn nicht, diesen netten Sound, oder? Ich habe ein bisschen leiser gedreht, die Musik, damit es nicht ganz so laut ist. Herzlich willkommen, sagt der DJ Nick. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe es lange versprochen und jetzt ist es endlich soweit. Habe es lange angekündigt. Transportfieber 2 in der vierten und damit vorerst mal letzten Staffel. Ja, man soll zwar niemals nie sagen, aber man weiß jetzt nicht, weitere Pläne habe ich jetzt eigentlich erstmal nicht und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Ich habe jetzt im Moment wieder, ich habe lange Pause gemacht, jetzt wieder wahnsinnig Bock drauf, noch einmal so eine tolle Maxi-Karte zu starten. Und ja, wie es der Titel ja schon verraten hat, wir sind in Großbritannien und in Irland unterwegs. Wir werden uns jetzt gleich natürlich, wie wir das immer gewohnt sind, die Karte dann nochmal ganz kurz in Ruhe ein bisschen überfliegen. Vorher von mir wie immer ein paar geschichtliche Einweisungen, Hinweise, kleine erzähle und dann schauen wir uns die Karte an, dann nur ein bisschen was zum Interface und so weiter und ja, dann legen wir ganz gemütlich los, so wie man das bei mir gewohnt ist, bei Kanal 4000 und beim DJ Nick, gell? Es geht natürlich ganz entspannt. 1769 hat James Watt sein Patent angemeldet für die erste Dampfmaschine und wahrscheinlich hat er nicht einmal selber gewusst, was er damit auslöst, denn das war im Grunde genommen der Beginn der Industrialisierung in Europa und dann schließlich und endlich weltweit. Und das hat natürlich auch große Auswirkungen auf die Fortbewegungsmittel gehabt, denn 1825 ist dann die erste Eisenbahn tatsächlich in Großbritannien von A nach B gefahren. Ein George Stephenson zusammen mit seinem Sohn hat es geschafft, 1825 eine erste Eisenbahn zu bauen, die mit eigener Dampfkraft Menschen von Stockton nach Darlington transportiert hat. 9 Meilen habe ich mir hier notiert. 9 Meilen waren es insgesamt. The Rocket hieß diese tolle Eisenbahn. Gut, ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie schnell die gefahren ist. Ich glaube so um die 35 bis 42 Kilometer schnell. Nicht schlecht. 1825. Und das hat natürlich so ein Aufsehen erregt, dass in ganz Europa dann die Erfinder und die Bauer und was weiß ich aufgesprungen sind auf diesen Zug, um gleich mal das bildlich zu nennen. Und im Jahr 1835 fuhr dann eben, und das wissen wahrscheinlich viele von euch aus der Schule auch, da habe ich es zumindest gelernt, fuhr dann der Adler. Von Nürnberg nach Fürth, 1835, die Ludwigseisenbahn und ist dann, hat auch hier das erste Mal Menschen transportiert. Witzige Anekdote zu dem Ganzen ist, eigentlich ist der Adler die ganze Zeit mit Pferdefuhrwerk gefahren. Nur zwischen 13 und 14 Uhr ist die Dampfmaschine gefahren. Das nochmal so nebenbei. So, und jetzt sind wir hier angekommen. Wir sind im Mutterland der Eisenbahn sozusagen und dachte mir, das ist eine schöne Anekdote. Und nachdem die USA das letzte Mal leider mehr oder minder, naja, viele Sendungen haben wir gemacht, aber dann am Ende doch ein bisschen ins Wasser gefallen ist, dachte mir, nö, jetzt sind wir hier. Ich habe natürlich auch Vorkehrungen getroffen, dass mir das nicht mehr passieren kann. Für alle die, die den Hintergrund nicht so kennen, also normalerweise werden ja Spielstände auf der Steam Cloud gespeichert. Unglücklicherweise ist Transportfieber 2 das einzige Spiel, das ich kenne, wo dem nicht so ist. Da werden diese Spielstände nicht auf der Cloud gespeichert und mir hat es leider damals meinen Computer zerlegt und damit waren die Speicherstände alle weg. Jetzt habe ich so ein bisschen Vorkehrungen getroffen, indem ich diese Sicherheit, diese Speicherstände immer noch woanders abspeichere. Also dann kann ich da auf relativ sicherer Seite sein. So, das nur mal dazu. Willkommen in England, sage ich. Und wir sehen es ja schon vor uns. Ganz unten ist die Stadt Brighton und man kann London schon mit der Themse so ein bisschen erkennen. Da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Lasst euch bitte nicht von dieser komischen Zahl bei den Einnahmen unten 2 Milliarden. Das hat derjenige, der diese Karte gebaut hat, natürlich verbraucht. Die Zahl wird jetzt dann irgendwann nachher gleich verschwinden. Und jetzt kommen wir nämlich zu unserer Geschichte. So, das Ganze ist nämlich, ja, ziemlich schwierig. Ich habe diese Karte nochmal in dem Sinn bearbeitet, indem ich alle Straßenverbindungen zwischen den Städten, da gab es nämlich zwischen allen Städten schon Straßenverbindungen, habe ich entfernt. Warum habe ich das getan? Das hat schon ein bisschen Grund. Zum einen, es hat mehrere Gründe. Zum einen, weil ich das selber bauen will und selber das in der Hand haben will, wann diese Städte anfangen zu wachsen. Und wenn alles mit Straßen schon verbunden ist, fangen alle Städte gleichzeitig an zu wachsen. Und genau das möchte ich verhindern. Entschuldigung. Wir kennen ja wahrscheinlich unser berühmtes Fenster, wo es diese Pluszahlen gibt. Und wenn diese jetzt automatisch verbunden sind, diese Städte,
dann steigt dieser öffentliche Verkehr hier sofort in unendliche Prozentzahlen und damit würden sofort alle Städte wahnsinnig schnell wachsen. Und das will ich, und das hört sich jetzt komisch an, aber es ist tatsächlich so, meinen Computer nicht antun. Da ist echt der Computer wahnsinnig drunter, selbst eine so gute Maschine wie meine, weil das ist natürlich, ihr wisst es ja, jede Person in diesem Spiel wird simuliert und deswegen würde da mit einem Schlag diese ganze Bevölkerung so explodieren, dass der Computer da kaum hinterherkommt. Und eben will ich das selber bestimmen, wann das wo wie passiert. Das mal ganz kurz schnell als Einführung. So, die zweite Geschichte, und die war schon so, und ich finde es eigentlich wahnsinnig spannend. 1835, nein, wir sind ja jetzt im Jahr 1850, also es gibt ja natürlich schon die ersten Eisenbahnen, aber bereits 1850, und das sehen wir hier, und ich habe mich tatsächlich nochmal informiert, und es stimmt tatsächlich, und wir sehen es hier mal, 1850 ist London im Verkehr erstickt schon. London war noch, ja, schon damals schon eine stattliche Größe gehabt. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie viele Einwohner, aber schon eine stattliche Größe 1850. Und die sind damals tatsächlich im Pferdefuhrwerk Moloch erstickt. Und genau das sehen wir hier auch schon. Das finde ich ziemlich spannend. Wir müssen also, wenn wir uns dann nach London aufmachen, das machen wir erst ein bisschen später, so schnell wie möglich hier verkehrstechnisch einige Sachen in die Wege leiten, sobald wir ein bisschen Geld haben, können wir da ein bisschen was machen. Und das ist jetzt genau die zweite Geschichte, nämlich unser Geld. Mhm. Wir haben, wie wir hier links unten sehen, 2 Millionen auf dem Konto. Diese 2 Millionen sind geliehen. Also lasst euch hier mit den Investitionen, lasst euch da nicht auseinanderbringen. Diese 2 Millionen haben wir als Darlehen. Wir haben also eigentlich überhaupt gar kein Geld. Wir haben nur Schulden. Und deswegen ist es jetzt auch, jetzt kann ich einfach nicht so einfach, oh ja, jetzt bauen wir da mal schnell 17 Bahnhöfe und dann fangen wir da mal an. Das geht leider nicht. Wir müssen leider wohl und clever überlegt zuerst mal mit den Pferdefuhrwerken innerstädtisch anfangen und dann können wir vielleicht später mal eine Eisenbahnlinie bauen und da werden wir auch nicht mit London anfangen, sondern wir werden zuerst mal diese Südstädte, und das war mein Plan als erstes, zuerst einmal hier so eine Südverbindung aufbauen und dann werden wir uns ganz in Ruhe Richtung Norden fortbewegen. Und jetzt Richtung Norden fortbewegen, sind wir ganz kurz mal schnell bei der Karte und schauen es uns an. Also es ist eine Megadolon-Karte wieder, es ist ein Riesenteil. Freut mich natürlich, weil ich auf alle Fälle, wie ich das in der USA-Karte schon gemacht habe, möchte ich Flugverkehr haben. Irgendwann später. Es gibt jetzt noch keine Flugzeuge, aber irgendwann später werden wir es doch hoffentlich mal schaffen, dass wir dann wieder geile Flugverbindungen haben. Die Schwierigkeit ist ein bisschen an dieser Karte, und man sieht sie schon, es ist ganz schön hügelig. Wir können uns gleich mal die Höhenlinien anschauen. Es ist ganz schön hügelig. Wir sehen sie an den vielen schwarzen Strichen. Also da ist nichts wie in Amerika bretelebend und da kann man mal so fleißig vor sich hinbauen. Nein, ganz so einfach ist es nicht. Das wiederum bedeutet, wir werden öfters mal auch mit dem Planierwerkzeug arbeiten müssen und das wiederum kostet einen Haufen Geld. Und dann, so, jetzt schließt sich der Kreis, ne? Haufen Geld haben wir nicht. Fangen wir wieder von vorne an. Also, aber es sind, wie ich finde, wirklich alle tollen Städte, die wir in England und in Großbritannien haben, sind da. Es ist natürlich auch alles da mit Schottland, mit Nordirland. Es ist im Grunde alles zusammen. Und wir sehen es hier, hier, also Swansea, Cardiff. Ich meine, ich muss jetzt nicht alles vorlesen. Hier haben wir natürlich London mit der Themse. Und dann fliegen wir mal ganz langsam in den Norden hinauf. Es gibt Sheffield, dann haben wir hier natürlich Manchester, Birmingham relativ zentral. Da kommen sich gleich mal die ersten Basisüberlegungen. Liverpool und Manchester ist ja in Wirklichkeit auch nicht so weit auseinander. Die haben wir hier, da kann man dann hier zum Beispiel ja irgendwelche Flughafen zusammen. Legungen, wie auch immer. Und es geht tatsächlich bis ganz hinauf in den Norden, bis ins hohe Schottland hinauf und haben sogar bis ganz oben sogar Wick, diese kleine Stadt Wick. Und dann geht es hier rüber, haben wir hier auch Nordirland, Irland, Belfast habe ich auch schon gesehen, hier Belfast. Und ja, also sogar Nordirland ist da. Ich bin tatsächlich sogar froh, dass wir ein bisschen viel Wasser haben, weil dann hoffentlich der Computer nicht so echt. Was das bedeutet aber, und das finde ich auch total cool, neben unseren
Flughäfen können wir auch mal geile Fähren einrichten. Hier zum Beispiel an den Küsten entlang, so ein Fährschifferei. Und das kann ich mir richtig cool vorstellen. Also ich bin gespannt, ob die Karte wirklich und ob mein Computer das alles mitmacht. Bitte verteufelt mich nicht. Ich konnte es ja vorher nicht wissen. Ne? Sogar Londonderry ist da, das ist ja super. Ich kann es vorher nicht wissen, ob mein Computer nicht in die Knie geht, wenn er dann diese Hunderttausenden von Menschen darstellen muss. Aber ihr seht es schon, man kann es hier ganz deutlich erkennen. Also keine der Städte sind jetzt straßentechnisch verbunden. Was verbunden ist, und das konnte ich leider nicht verhindern, sind, dass die Arbeitsstätten bzw. die Werken und Fabriken und so weiter, die sind schon mit den Städten verbunden. Das könnte uns vielleicht jetzt tatsächlich mal zum Vorteil gedeihen, indem wir, wenn wir da wirklich was machen wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment ist eigentlich auch schon, wie das in Amerika war, in den USA war, so ein bisschen, ja, zweite, eher so auf dem zweiten Gleis mit den Fabriken und mit den Lieferketten, jetzt ja, Wahnsinn, jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen, mit den Lieferketten, da würde ich dann in einem späteren Spiel wahrscheinlich erst so ein bisschen drauf zurückgreifen, wenn wir dann wirklich wollen, dass diese Städte nur wachsen. Wir können ja diese Städte durch die Versorgung wachsen lassen, das wissen ja meist die meisten von euch. Für alle die, die jetzt ganz neu dabei sind und die sagen, ich verstehe nur Bahnhof, ja, also man kann diese Städte wachsen lassen. Und hier sehen wir zum Beispiel mal von Canterbury, hier so eine Karte, so wie das ausschaut. Und hier kann man eben Versorgung und alles, was wir dieser Stadt angedeihen lassen, gibt es als Plus und damit wächst diese Stadt. Und man sieht hier schon mal, also Canterbury hat jetzt 141 Einwohner und ist jetzt schon, die haben irgendwo Plus gekriegt. Durch was? Durch den Privatverkehr, das wundert mich, das wird jetzt wahrscheinlich wieder zurückgehen, das könnte ich mir gut vorstellen, weil eben ich die Straßen gekappt habe. Man sieht hier noch, hier war mal eine Straße und das wurde dann hier mit London verbunden, das ist jetzt gekappt, also könnte ich mir vorstellen, solange wir Play machen, sobald ich da Play drücke, und das mache ich noch nicht, weil wir nämlich Zinsen zahlen müssen, sobald ich Play drücke, und jetzt habe ich es dreimal gesagt, wird wahrscheinlich dieser Wert nach unten gehen. Also das wird nicht bei den 20% bleiben. So, und jetzt eben, dadurch kann man eben durch Versorgung, indem man diese Städte versorgt, tatsächlich die Einwohnerzahl ansteigen lassen, was wiederum natürlich Auswirkungen hat auf den Personenverkehr, Transport und so weiter und so weiter. Jo, war ganz schön viel jetzt, gell? Am Anfang, Bubble. Aber ich fliege nur mal ganz kurz drüber, dass ihr es in Louis nur mal anschauen könnt. Scarborough, toll, Middlesbrough, alles ist da. Dumfries, natürlich Glasgow in Schottland. Und dann für alle die vielleicht sich mit Fußball, gerade die Herren, die sich mit Fußball ein bisschen beschäftigen, denen werden die Namen natürlich alle irgendwas sagen. Für die Damen, es ist wunderschön. Mir schon mal irgendwelche tollen romantischen Filme aus den schottischen Highlands gesehen hat oder aus Irland. Ja, also es ist wirklich herrlich gemacht und wir sehen es wirklich, es ist sehr hügelig. Also da werden wir sportlich arbeiten müssen. Dafür ist es einfach ein bisschen näher. Ich hoffe, dass wir mit der Karte zurechtkommen. So, das war jetzt fast 14 Minuten lang jetzt mal meine Einleitung. Puh. Und jetzt hätte ich gesagt, fangen wir tatsächlich einmal an mit ersten Sachen, damit wir einfach die Zeit laufen lassen können und damit wir die ersten Einnahmen. Ich hoffe, dass wir uns nicht verzetteln. Also, das werden wir sehen. Und das war jetzt eben mein Gedanke, dass wir anfangen hier zuallererst mal. Ich mag ja meine Linien, ja, hier eine Südlinie. Canterbury, Brighton, Bournemouth und Exeter bis nach Plymouth. Hier eine schöne Südlinie mehr einrichten. Das wäre mal so der erste Gedanke. Und dann schauen wir mal, wie wir uns weiterentwickeln. Und das wiederum bedeutet, wir haben ja schon so ein bisschen die klassische Basis. Wir werden zuerst in der Stadt mal einen Pferdekutschenverkehr einrichten, damit da die ersten Leute mal fahren und damit wir hier erste Prozentpunkte für den öffentlichen Verkehr bekommen.
Und das werden wir dann nochmal hier und so ein bisschen durch die Städte durchplanen. Es könnte sein, und seht es mir auch ein bisschen nach, am Anfang könnte es sein, dass wir tatsächlich, dass ich ab und zu mal ein bisschen auf schnell schalte, die Zeit, damit wir einfach, ja, damit wir dann ein bisschen vorwärts kommen. Datumsgeschwindigkeit pausiert wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich schon, dass das Datum vergeht und jetzt machen wir mal auf einmal eins. Und dann sehen wir schon, ob man da, das kann man nämlich ganz cool ändern, weil die Zahl da unten eigentlich nur fiktiv ist, dieses Datum. So, jetzt ist zum Beispiel ein Tag vergangen. Also, schauen wir mal. Okay, das war's. Und man sieht schon hier, wahnsinnig hügelig schon. Und wir sind hier in Canterbury und wenn jetzt hier mal schauen, dass wir hier, und jetzt geht es eigentlich offiziell erst richtig los, mal so einen ersten Pferdekutschenverkehr einrichten und dazu schauen wir uns wie immer, wir haben es ja schon gelernt, mal an, wo wird gearbeitet, wo wird gewohnt, hier oben ist die Industrie, hier wollen die Leute einkaufen, shoppen gehen, Geld ausgeben, hier wird gearbeitet, also könnte man hier, ja, das müsste man hier natürlich rundschalten und dann könnte man hier eigentlich einen schönen Rund machen und hier vielleicht sogar mal mit 3 Stationen arbeiten. Und dann können wir hier den ersten Pferdefuhrwerk. Das bedeutet für uns, alles ist im Moment kostbar und wir haben noch keine tollen Straßen. Wir sehen es hier. 2-spurige Straße. Ja, also die können wir uns schon leisten. So, und dann bauen wir hier mal unsere... Wir bauen es gleich daher. Nein, wir bauen es daher. Und... Jo. Wir haben unsere erste Straße gebaut. Wow, das ist immer aufregend. Doch, ist wirklich. So, okay, dann setzen wir mal unsere... Nee, Moment, wir bauen jetzt zuerst einmal... Ich hoffe, dass ich mich noch erinnern kann. Bitte, seid mir nicht böse, wenn ich ab und zu noch ein bisschen jämmerlich hier rumgurke, weil ich schon lange Pause gemacht habe. So, das war... Und wie immer, und da bleibe ich auch dabei, weil es einfach cool ist, werden wir unsere Depots, hier unser Fahrzeugdepot, wie immer in die Industrie setzen. Und da geht es jetzt schon mal los, dass ich schon mal nicht mehr weiß, wie man diese Gebäude dreht. Das ist total abgefahren, oder? Da geht es doch jetzt schon los, dass ich nicht mehr weiß, wie man die Gebäude dreht. Nein, jetzt habe ich ihn auch noch hingestellt. Geht's doch schon los. Es hat noch gar nicht richtig angefangen und der DJ Nick fuhrwerkt hier so rum. Also, jetzt sag mir doch noch mal ganz kurz, jetzt muss ich gleich selber so lachen. Kannst du uns mal schnell sagen, wie man Gebäude drehen kann? Alles, eigentlich war ich mir ziemlich sicher, dass das mit dem Mausrad geht, aber irgendwie habe ich anscheinend naja gut. Werden wir schon irgendwie rausfinden. Nein, mit dem Mausrad kann ich ihn nicht. Mann, das ist ja mega peinlich. Jetzt weiß ich das nicht mehr, wie man diese Gebäude dreht. Ah, Wahnsinn. Jetzt habe ich tatsächlich einen kurzen Break gemacht. Verzeihung, weil das... Ja, also Nordpol und Martha. Jetzt weiß ich es wieder. Und jetzt weiß ich auch, wie man rein und raus fahren. Also es ist ja peinlich hoch 3. Aber mein Gott, ich bin ansonsten ein netter Kerl. Manchmal gestehe ich mich noch ein bisschen. So, okay. Aber jetzt ist aber jetzt dann auch gut. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier... Ihr seht es schon, durch diese hügelige Geschichte ist das schon wahnsinnig teuer, irgendwo hier so ein Ding hinzustellen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und dann drücke ich auch noch dauernd auf die falsche Taste und so kommen wir ja nie vorwärts. Also. So, das ist ein Wahnsinn. Das kostet, was kostet das normal? Was kostet das, wenn ich das jetzt irgendwo auf ein flaches Gebiet hinstelle? 16.000 und wenn ich das da herstelle, kostet das das Dreifache. Das ist ja Wahnsinn.
Da geht es ja damit schon los. Eieiei, das heißt, also, das wird uns alles wahnsinnig viel mehr Geld kosten. Dann würde ich wirklich erstmal plädieren, dass man den da herstellt, wo er wenig kostet. Wir müssen schon am Anfang, ich meine, ihr wisst es ja, irgendwann ist uns dann das Geld wurscht, weil wir wirklich viel verdienen, aber das kostet, selbst da kostet das so viel, das ist ja Wahnsinn. Da kostet es dann 20.000. Ja, gut, sie fix. Naja, mit Shift macht man es. So, also haben wir jetzt durchgestellt. Gut, okay. Und jetzt kann es endlich weitergehen. Gut. Ja, was brauchen wir denn? Bushaltestellen. Also so einfach ist es. Genau, also hier haben wir Wohngebiet, das haben wir schon gesagt. Gehen wir mal kurz ein bisschen raus, was ist alles weiß. Es ist alles weiß im Wohngebiet, dann ist es da gut. Dann hierher. Und dann würde ich sogar sagen, machen wir mal ausnahmsweise 3. Und zwar hierher. Damit die Leute hier eben dann in die Arbeit fahren können auch. Ja, ist doch wunderbar. Sehr schön. Und dann ist es soweit. Wir machen unsere erste Linie. Eine neue Linie gründen. Ist es nicht herrlich? Und ja, wir suchen es wieder. Ich denke, das System war neulich doch okay. Wir schauen wieder, dass man... ich würde sagen, für den Personenverkehr nehme ich wieder die blauen Farben und dass wir wieder ordentlich sortieren später können. Es sind jetzt noch Pferdefuhrwerke, nachher sind es dann Busse. Deswegen machen wir es jetzt einmal Bus 1, 01 ist besser, Bus 01. Canterbury. Das ist mal ein bisschen was anderes. Ja, passt. Vielleicht überlege ich mir das noch anders. So, dann Stationen hinzufügen. Also, hierher und dahin und dahin. Und damit haben wir die 3 Stationen. Vielleicht hätte man das ein bisschen mittiger bauen sollen, aber es ist eigentlich wurscht. Ja, weil da wohnen auch noch viele. Es ist wurscht. Jetzt erst einmal Änderungen vorbehalten. So. Dann kaufen wir unsere erste Pferdekutsche. Wo haben wir es denn? Ah ja, es gibt schon Postkutschen. Okay. Kaufen wir unsere ersten 2 Postkutschen. 47.000. So. Und schicken die auf unsere erste Linie. Und damit geht es auch schon los. Und natürlich wollen wir das mitverfolgen beim ersten Mal. Da sind sie auch schon. Ist es nicht toll? Ja, und dann fahren wir gleich mal mit, weil wir sowieso noch nichts zum Tor haben. Ich finde auch überhaupt von der Atmosphäre her, ich bin jetzt gar Kunsthistoriker, beileibe nicht und auch jetzt kein Architekturprofi, aber es wirkt jetzt eben, wir sind in England, das ist ja eh, die Schilder und so weiter, ist ja alles Englisch. Das ist es ja immer, leider auch, wenn man zum Beispiel in Deutschland irgendwas macht, und es wirkt aber ziemlich Englisch und eben in Großbritannien, und deswegen passt auch diesmal, finde ich, optisch ganz toll. Und glaube auch, dass wir die europäischen genommen haben, die europäischen Häuser. Man kann ein bisschen variieren mittlerweile. Mods habe ich übrigens keine, falls immer die Fragen kommen, ja, wie ist denn das mit den Mods? Es gibt wirklich wahnsinnig viele Mods. Vielleicht werde ich irgendwann einmal noch welche dazu bauen. Ich finde gar nicht, dass man es braucht. Ich finde die Mods total cool, wenn man so ein bisschen modellbaumäßig unterwegs ist. Also wenn man da wirklich irgendwie was schaffen will in Sachen Modellbaustil. Aber wir sind ja eigentlich eher ein bisschen wirtschaftlich unterwegs, deswegen finde ich es jetzt nicht so schlimm. So, also, da sind schon unsere ersten beiden und es warten auch schon die ersten Fahrgäste. Wunderbar, sehr schön.
Und dann machen wir aber gleich weiter, denn wir müssen ja wirklich schauen, dass wir Geld verdienen und deswegen werden wir jetzt hier gleich nach Brighton gehen und werden das Ganze in Brighton eben auch machen. Und schauen uns hier mal die Situation an. Da haben wir eigentlich ähnlich, da kann man auch drei Stationen einmal einrichten. Gehen wir hier einfach rüberfahren und dann können wir den im Kreis fahren lassen. Genauso machen wir es. Dann machen wir dann nicht die ganz gerade, das schaut immer blöd aus. Oh, genau. 40.000 kostet das, das ist ja Wahnsinn. Kostet ganz stinknormale Straße. 34.000, das ist ja echt der Hammer. So. Müssen leider wohl oder übel hier, weil wir ja noch nicht verbunden sind mit den Straßen, auch hier ein Straßendepot bauen. Das ist echt der Wahnsinn, was das. Wo komme ich, was mache ich denn falsch? Ach so, er sagt, der Bau nicht möglich, ich kann es nicht so weit drehen. Jetzt. Wahnsinn, 30.000, boah. Na, dann stellen wir es da hin. So. Da haben wir uns jetzt schon mal schnell 20.000 gespart. Okay, dann. Machen wir mal nochmal. Ja, okay. Dann machen wir es da ähnlich. Ich hoffe, dass man mit dies, dass ich mir mit diesen drei Stationen nicht übernehme, weil meistens wollen sie in die Industrie gar nicht so viel fahren. So, dann bauen wir daher. Dann machen wir daher noch einen, arbeiten die Leute. So. Wunderbar. Und machen dann gleich unsere Linie Nummer 2. Mhm, die macht nur Minus. Das war aber am Anfang, ist das ja meistens so. Neue Linie und ich glaube, ich nehme diesmal, mache ich das so, dass ich für die Stadtlinien immer das Dunkelblau nehme. Das ist dann Bus 01. Ich mache immer 01, weil es sein kann, dass wir später noch mehrere Linien in einer Stadt machen. Und deswegen mache ich es immer so. Ich meine, Brighton sagt ja dann alles aus. Jo. Die Stellen hinzufügen. Na? Jo. Okay. Mist, habe ich es bestätigt? Ja, muss ich ja gar nicht, stimmt. So. Dann nehmen wir da einmal. Und setzen das auf Brighton. Wunderbar. So, und jetzt sind auch diese Einnahmen, jetzt sehen wir es hier unten. Jetzt ist das auch weg, diese Milliardenzahl da unten. Hm? Und hier warten schon die Leute. Und hier warten schon ziemlich viele Leute. Sehr schön. Wunderbar. Ah, das läuft ganz gut. Sau gut. Da müssen wir fast gleich noch mehr einsetzen, damit wir die Leute alle wegkriegen.
Ja, das müssen wir auch. Das müssen wir auch. Da machen wir gleich mal Folgendes. Geht's gleich los? Geht's gleich los, Canterbury? Also, dann machen wir in Canterbury, werden wir die gleich mal lohnen. Jawohl. Und schicken da gleich mal 4 Fahrzeuge raus. Wie schaut es in Brighton aus? Sammeln sich auch schon die ersten Leute. Gut, dann machen wir mal weiter. Hier nach Bournemouth. Bournemouth. Und schauen wir mal, was sich in Bournemouth so tut. Okay. Da haben wir hier recht zentrales Wohngebiet. Wird schwierig. Da müssen wir da hinten, müssen wir eigentlich da eine Straße bauen und da hinten eine Straße bauen, dass wir auf alle Fälle einen Rundverkehr hier kriegen. Oder hier hinten. Gut. 1, 2, 3. Genau so machen wir es. Ja. Und der Computer freut sich schon und sagt, alles klar, da baue ich doch gleich kräftig mit. So soll es sein. Ja. Also dann machen wir hier. Echt mittig. Nicht zu mittig, weil sonst sind wir zu viel da im Industriegebiet. Hier. Hier. Hier und hier, wo die Leute arbeiten. Jo. Wunderbar. Ach so, Moment. Haben wir da irgendwo flaches Gelände? Das ist doch gut. So, Moment, natürlich zuerst die Linie, eine neue Linie. Bus 1 in Bournemouth. Bist du richtig geschrieben? Nee. Bournemouth. Bournemouth. Ah, mit E, Entschuldigung. Bournemouth. Okay. Wohl. Oh, dann nehmen wir jetzt gleich 3. Oh, wunderbar. Ja, schön. Und? Aha. Brighton macht Miese. Da haben wir unser erstes Geld verdient. Ja, gut. Brighton macht Miese. Warum macht Brighton Miese? Da will ich noch keiner fahren. Die Leute sind sich noch unschlüssig, ob sie trauen diesem öffentlichen Verkehrsmittel noch nicht. Kann man gut verstehen. Ja, ihr Lieben. Ich denke, das war's jetzt für die Einleitungsshow. Wie immer müsst ihr es ja Doppelfolge am Anfang, damit ihr ganz in Ruhe den ersten Teil einmal anschauen könnt, dann den zweiten Teil oder beide auf einmal oder wie auch immer. Es ist wieder soweit. Season 4 mit Transport Fieber 2 und Großbritannien und Irland. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr mit dabei seid. Und ich hoffe, ihr bleibt auch mit dabei. Bis zum nächsten Mal, sagt der DJ Nick. Bleibt gesund, Servus, pfiat euch.